Hallo ihr Lieben, ich bin Jana, habe heute meinen freien Tag und ehrlich gesagt wenig Lust zu kochen und habe mich somit für ein ganz schnelles One-Pot-Pasta-Gericht zubereitet in der Cook for Me entschieden. Ein Rezept aus meinem Rezeptheft One-Pot-Pasta aus der Cook for Me. Heute gibt es Würstchen-Gulasch. Und benötigt werden Butter, Zwiebel, Geflügelwürstchen, Tomatenmark, rote Spitzpaprika, Eiweiß, Milch, kleine Nudeln und gewürzt wird nach eigenem Gusto mit Chiliflocken, Paprika und Vegeta und Pfeffer. Und auch hier nimmt wieder die Vorbereitung, also das Kleinschnippeln vom Gemüse und den Geflügelwürstchen, mehr Zeit in Anspruch als der eigentliche Kochvorgang. Über die manuelle Einstellung klassisches Garen braten wird der Topf erhitzt. Die Butter wird in den Topf gegeben, in dem heißen Fett werden die Zwiebeln glasig angedünstet. Die Würstchenscheiben werden zugegeben und kräftig angebraten. Alle weiteren Zutaten werden zugegeben und untergerührt. Der Deckel wird geschlossen und verriegelt. Es wird zum Programm Garen unter Druck gewechselt. Mit einer manuell eingestellten Zeit von kurzen 7 Minuten. Ja, und nach Ablauf der Zeit endet das Programm und das Gerät wird ausgeschaltet und der Deckel entriegelt. Dies war nun wieder ein Rezept aus meinem Rezeptheft One Pot Pasta aus der Cook for Me, in welchem ich 23 Rezepte mit vielen Videoanleitungen zusammengefasst habe. Fast jedem Rezept liegt ein QR-Code bei, welcher dich zum ausführlichen Rezept auf meinem YouTube-Channel Jana Steinzeit weiterführt.